So könnt ihr jedes Auto in GTA abmorden, Leute. Und das richtig... Naja, leicht ist es eigentlich nicht, aber egal, dafür ist es ein Back-to-Back-Glitch. Das bedeutet, wenn ihr einmal verglitcht seid, könnt ihr durchgehend merchen bzw. modden. Denn das hier ist ein Car-to-Car-Merch. Wie geil ist das denn? Und bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, was die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht denn für diesen Glitch? Naja, für diesen Glitch braucht ihr tatsächlich nicht mal viel. Ihr braucht dafür nur ein CEO-Tower, da ihr CEO werden müsst. Davon abgesehen braucht ihr die LSK-Mitgliedschaft für ein Sprintrennen und ihr braucht schon ein Fahrzeug, was gemoddet bzw. die ganzen krassen geilen Tune-Teile besitzt, nämlich ein Spenderfahrzeug. Und als nächstes braucht ihr tatsächlich auch ein Fahrzeug, was natürlich modden wollt, worauf ihr die ganzen geilen Tune-Teile haben wollt, ne, sprich das Auto, was halt merchen möchtet. Und zu guter Letzt, klar, ihr braucht für diesen Glitch auch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Aber vor mit dem Glitch anfangen noch eine kleine wichtige Nebeninfo. Dieser Glitch funktioniert nur auf der Next-Gen-Konsolen. Aber ich würde sagen, habt ihr das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Denn als erstes müsst ihr und euer Freund Folgendes machen. Bevor ihr überhaupt in GTA drinne seid, in diesem Startmenü, müsst ihr erstmal euren Zielmodus ändern, nämlich ins freies Zielen. Das ist tatsächlich für diesen Glitch sehr wichtig. Gut, habt ihr das gemacht, dann geht es einfach in irgendeiner GTA Online-Sitzung rein. In meinem Fall bin ich jetzt einfach hier in eine Freundsitzung reingegangen und euer Freund kommt einfach mit hinein. Gut, seid ihr jetzt in der Sitzung drinne, dann geht ihr jetzt zur Arena. Aber nein, Leute, die Arena müsst ihr jetzt hier nicht besitzen. Denn wir müssen einfach nur seitlich an die Arena ran zum Ticketschalter. Seid ihr beim Ticketschalter angekommen, dass ihr oben links die Meldung habt, rechte Pfeiltaste, dann gehen wir jetzt hier ins Konsolenmenü, denn wir müssen jetzt unserem Bot beitreten. Und by the way, Leute, eure Botnamen für eure Konsolen habe ich in die Kommentare geschickt, also checkt mal ab. Gut, habt ihr euren Bot gefunden, in meinem Fall ist es Anamak1P5, dann treten wir jetzt unserem Bot bei. Sobald wir in den GTA sind, drücken wir die rechte Pfeiltaste, dass wir jetzt das Kaufmenü oben links haben, dass wir das Ticket kaufen können. Und jetzt müsst ihr Folgendes schaffen. Ihr müsst zuerst das Ticket kaufen, wirklich ganz kurz danach muss aber schon die Bot-Meldung kommen, die natürlich auch mit X bestätigt. Und die zweite Meldung, Leute, behaltet ihr erstmal im Screen, denn ihr hört ja diese Wolken, dieses Wumm, Wumm, Wumm. Und am dritten Wumm, Leute, bestätigt diese Meldung auch, dass die Sitzung privat ist. Und wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr jetzt wieder runterspawnen und habt keine Minimap mehr. Gut, in meinem Fall hat das jetzt hier nicht funktioniert, deswegen versuchen wir es direkt noch einmal. Und Leute, ich sage euch ehrlich, dieser Schritt hier ist wirklich nicht leicht. Dafür werdet ihr schon relativ lange brauchen, aber was ich euch auch sagen kann, es lohnt sich. Denn wenn ihr einmal im Modus drin seid, Leute, könnt ihr durchgehend glitchen. Und deswegen versucht es einfach. Es funktioniert wirklich, aber es dauert seine Zeit, hat bei mir tatsächlich auch ein bisschen länger gedauert. Aber gut, so sieht der Versuch aus, der tatsächlich bei mir funktioniert hat. Deswegen, ich bin jetzt hier am Ticketschalter, dass wir oben links die Meldung haben. Geh jetzt ins Konsolenmenü, such meinen Bot raus, dritten Bot bei. Drück jetzt hier die rechte Pfeiltaste, warte ein bisschen. Kaufe jetzt das Ticket, zack, danach kam die Bot-Meldung, habe ich auch mit X bestätigt. Ich spawne hoch, höre auf das dritte Wurm, bestätige die zweite Meldung auch mit X, spawne runter und boom, Leute! Wir haben keine Minimap. Und genau so soll es sein. Denn als nächstes fährt das euer Freund in LSK mit rein und lädt euch ein. Denn in eurem Modus könnt ihr kein Gebäude mehr betreten. Habt ihr die Einladung von eurem Freund bekommen, dann nehmt diese Einladung übers Handy einfach an, dass ihr reinjoint im LSK-Meet. Wenn ihr jetzt in LSK-Meet angekommen, dann bestellt ihr jetzt das Spenderfahrzeug, sprich das Fahrzeug, was die ganzen krassen, geilen, gemoddeten Tool-Teile schon besitzt. Gut, habt das Fahrzeug bestellt, dann kommt das ein Part von eurem Freund. Denn euer Freund hat natürlich auch ein Fahrzeug jetzt in LSK-Meet, aber ist völlig egal welches. Und er steigt jetzt ein und öffnet jetzt das Interaktionsmenü, geht auf LSK mit und dann auf Sprintrennen. Und jetzt kommt eine kleine Timing-Sache, ist jetzt aber nicht schwer. Denn euer Freund muss jetzt mit dem Cursor auf Sprintrennen sein, drückt jetzt hier X, Viereck X und das in dieser Geschwindigkeit. Das Ziel ist es, dass das Sprintrennen startet, aber auch gleichzeitig im Menü drinne ist von der Teststrecke. Und wenn ihr das geschafft habt, Leute, dann gibt euer Freund euch Bescheid, denn ihr dreht dann jetzt ins Sprintrennen bei. So, eurem Freund und ihr läuft jetzt der Countdown ab. Und wenn der Countdown runtergegangen ist, dass nur noch 2 Sekunden auf der Uhr ist, spammt euer Freund jetzt einfach X, dass er auf die Teststrecke geht. Und wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr als Glitcher einen unendlichen Blackscreen haben und euer Freund... Naja, es ist sehr verbuggt. Es ist flackert, er sitzt nicht mehr im Auto, kann rumlaufen und ja. Also so wie es jetzt ist, soll es auch sein. Das ist perfekt. Denn euer Freund muss jetzt erstmal nichts mehr machen für diesen Glitch. Wirklich nichts mehr. Deswegen, er kann erstmal ein bisschen chillen. Ihr hingegen tretet jetzt wieder eurem Bot bei für eure Konsole. Und immer noch, by the way, eure Botnamen in den Kommentaren. Also checkt es mal ab.
Denn ihr bestätigt natürlich auch hier wieder jede Meldung mit X und seid dann jetzt draußen gespawnt. Aber ihr werdet merken, dass das schon sehr verbuggte Ansicht ist. Und das ist normal. Denn ihr öffnet das Instruktionsmenü, registriert euch jetzt als CEO, geht dann jetzt nochmal ins Instruktionsmenü und nochmal auf CEO, CEO-Fähigkeiten und fordert eine Helikopterabholung an. Die kostet auch, glaube ich, $5000, aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Denn sobald ihr es angefordert habt, öffnet es jetzt wieder das Instruktionsmenü und bringt euch selber um. Habt euch selber umgebracht, dann seid ihr jetzt aber wieder gefreezed. Um aus diesem gefreezten Modus wieder rauszukommen, dreht ihr einfach nochmal den Bot bei. Und dann seid ihr nicht mehr gefreezed. Aber hier nochmal zur Info, die verbuggte Ansicht bleibt erstmal so. Damit ist es ein bisschen schwierig zu laufen und so, aber geht halt nicht anders. Denn ihr müsst jetzt wieder zurücklaufen, wo das Sprintrennen gestartet ist. Denn dort wird jetzt der Helikopter auf euch warten. Denn ihr müsst jetzt versuchen, in dieser Ansicht irgendwie dahin zu kommen. Ja, ein bisschen lustig, ein bisschen schwierig, aber ihr kriegt das schon hin. Denn wenn ihr es geschafft habt, dann könnt ihr Dreieck drücken, das seht ihr da oben links. Wenn irgendwann die Option kommt, dann steigt auch ein Helikopter ein. Dann habt ihr auch das Menü, wohin ihr wollt. In meinem Fall fliege ich jetzt zum Macebank, also wähle Macebank aus. Aber by the way, ihr könnt natürlich auch hier Spezialfahrzeuge merchen mit diesem Glitch. Deswegen könntet ihr auch theoretisch einfach jetzt zu eurem Spezialfahrzeug Lagerhaus gebracht werden, so gesehen. Aber gut, wir machen es jetzt hier mit dem Macebank Tower. Gut, wir wählen das Macebank Tower aus und wir spawnen wenig später auch in den Macebank rein. Als nächstes geht ihr jetzt um euren Assistenten. Seid ihr bei eurem Assistenten angekommen, habt ihr jetzt nicht die Meldung rechte Pfeiltaste. Aber es funktioniert trotzdem. Ihr spammt die rechte Pfeiltaste, irgendwann seid ihr im Menü drin. Und jetzt könnt ihr das Fahrzeug auswählen, was ihr merchen möchtet. Ihr habt jede Garage jetzt zur Verfügung und wählt jetzt irgendwo euer Fahrzeug aus, was ihr halt modden möchtet halt, ne? So, habt das Fahrzeug ausgewählt, was ihr jetzt modden wollt, dann werdet ihr wenig später draußen gespawnt. Und jetzt müsst ihr wieder in dieser komischen Ansicht euer Auto finden. Das bedeutet, ihr lauft ein bisschen rum um eure Macebank Tower herum und irgendwo wird euer Fahrzeug schon stehen. In meinem Fall steht es jetzt einfach hier. Jetzt steigen wir ein. Sind wir eingestiegen, dann müssen wir uns nochmal selber umbringen. In meinem Fall hatte ich jetzt hier aber noch Cooldown, das wartet ihr einfach ab. Gut, habt den Cooldown abgewartet, dann bringt euch selber um. Habt ihr selber umgebracht? Werdet ihr sehen, dass das Fahrzeug gemerged ist. Boom, Leute. Wie geil ist das denn? Aber das Fahrzeug an dieser Stelle ist noch nicht abgespeichert. Also noch zuhören, Leute. Denn jetzt seid ihr trotzdem noch, ich sag's mal, in diesem komischen Modus und in Sprintrennen und bla bla. Jetzt muss euer Freund wieder den Anabak-Bot beitreten. Das bedeutet, er tritt den Bot wieder bei und diesmal bestätigt ihr auch natürlich alle Meldungen mit X. Dadurch, dass es der Freund jetzt macht, werdet ihr aus dem Sprintrennen rausgeschmissen. Und dadurch habt ihr nicht mal diese komische verbuggte Ansicht und könnt normal rumfahren. Und jetzt könnt ihr mit dem Fahrzeug einfach ins LS Customs reinfahren und irgendwas umtunen. Und dadurch, dass ihr irgendwas umtunet, wird das Fahrzeug gespeichert. Und bumm, Leute, der Glitch an dieser Stelle ist geschafft. Aber ich habe ja gesagt, das Ding ist ja Back-to-Back-Merch. Und genau so ist es. Sprich, wenn ihr jetzt noch ein zweites Fahrzeug merchen möchtet, dann macht den Glitch an dieser Stelle weiter, wo ihr euch im LS-Kamit getroffen habt. Das bedeutet, euer Freund läuft euch jetzt wieder ins LS-Kamit ein und so weiter und so weiter und so fort. Und dadurch könnt ihr wirklich euch die ganzen Garagen voll merchen. Ja, solange euer Freund halt Bock hat zu helfen natürlich. Aber ja, theoretisch ist das möglich. Aber gut, Leute, falls ihr noch Fragen habt zu diesem Glitch, gerne die Kommentare. Ja, das Verglitchen ist nicht so leicht, weiß ich. Aber dafür funktioniert der Glitch hundertprozentig und ist auch aktuell der einzige Car-to-Car-Merch, den es gibt. Deswegen macht den Leute, bevor Rockstar Games ihn wieder patcht. Aber ich würde sagen, ich bin raus, euer Wombat. Ciao!